Am Freitagmittag kam es zu einer starken Rauchentwicklung in Quickborn. Betroffen war das Obergeschoss eines Wohnhauses in der Kieler Straße. Um 12.47 Uhr wurde daraufhin die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Wir sind hier nach 3 Minuten am Einsatzort eingetroffen und konnten diese Rauchentwicklung bestätigen. Wir haben eine massive Verrauchung des Obergeschosses wahrgenommen, das zugleich das Dachgeschoss ist, und haben aufgrund dessen, aufgrund der Massive der Rauchentwicklung, hier Vollalarm für die Feuerwehr Quickborn ausgelöst und damit die Alarmstufe auf Feuer groß erhöht. Anschließend sind Atemschutzgeräteträger in das Obergeschoss, in die eigene Wohnung eingedrungen, haben sich dort Zugriff verschafft und haben die Brandbekämpfung eingeleitet. Zeitgleich wurde eine weitere Wohnung erkundet, in der allerdings kein Feuer festgestellt werden konnte. Insgesamt waren 3 Löschfahrzeuge und 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Quickborn vor Ort. Verletzt wurde während des Einsatzes niemand. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar.